Post hat eine Studie durchgeführt, was ist eigentlich wichtig, der Inhalt oder der Rahmen? Natürlich beides. Man hat Joshua Bell genommen, den besten Violinisten der Vereinigten Staaten, hat ihn mit seiner 2,5 Millionen Dollar Stradivari an einem Bahnhofseingang spielen lassen. Da haben wir geguckt, wie viel Geld nimmt der ein als Bettler? Und er hat 18 Dollar eingenommen. Und am gleichen Abend hat er die gleiche Musik auf der gleichen Stradivari und hat eine 250.000 bekommen. Die Musik war die gleiche, der Rahmen war der Unterschied. Starbucks, was kostet der Kaffee bei Starbucks? Der kostet 50 Cent. Aber dieses Hi Babe, I love you Babe, what's your Vorname Babe? Do you have an allergy, Laktose, everything, I don't know Babe, I love you so much Babe. Das macht 6 Euro extra aus. Das ist so. Das heißt, wir sind eine inhaltsleere Gesellschaft geworden. Wir müssen den Rahmen betonen.